Ja, vielen Dank, Herr de Keert, und vielen Dank auch für die Einladung, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und da möchte ich vor allen Dingen Frau Cesilski ganz besonders danken. Und ich begrüße Sie alle sehr herzlich und werde jetzt ein bisschen was über Artemisia Gentileschi erzählen. Ja, ich glaube, ich werde so ein knappes Stündchen reden. Ich hoffe, dass Ihnen das nicht zu lang wird. Artemisia Gentileschi gehört heute zu den populärsten Malerinnen des italienischen Barock. Das liegt nicht nur an ihren künstlerischen Fähigkeiten, sondern auch an ihrer Vita, an dem vermeintlichen Missbrauch, den man immer wieder mit ihren Bildern in Verbindung bringt. Doch dazu später. Artemisia, und ich nenne sie weiter bei ihrem Vornamen, da es sonst leicht zu Verwechslungen mit dem Vater Orazio kommt, der auch immer wieder Erwähnung findet, wurde 1593 in Rom geboren und starb 1654 oder später in Neapel. Das genaue Todesdatum ist nicht bekannt. Am 12. August 1654 zahlte sie noch Steuern, wie erst kürzlich aufgefundene Dokumente belegen. Möglicherweise wurde sie ein Opfer der Pest, die 1656 in Neapel wütete. Doch es ist auch durchaus möglich, dass sie eines natürlichen Todes starb, denn mit 61 Jahren war sie für damalige Verhältnisse alt. Ihr Vater, Orazio Gentileschi, gehörte zu den bekannteren Malern in Rom. Wie aus einem Prozess über Schmähgedichte hervorgeht, die dem Maler- und Künstlerbiografen Giovanni Baglione galten, hatte er auch Kontakt mit Caravaggio, dessen Hell-Dunkel-Malerei ihn nachhaltig beeinflusste. Früh erkannte er das Talent seiner Tochter und bildete sie aus. Das war damals nicht unüblich. In der Werkstatt eines Malers arbeitete häufig die ganze Familie mit, allerdings meistens an untergeordneter Stelle. Häufig übernahm ein begabter Sohn später die Werkstatt. Wenn Töchter Talent zeigten, wurden aber auch sie gefördert, wie inzwischen zahlreiche Beispiele belegen. Auch die jüngeren Brüder Artemisias wurden vom Vater unterwiesen, betätigten sich später aber eher als Kunsthändler und gingen dem Vater auf unterschiedliche Weise zur Hand. Orazio arbeitete ab 1611 mit dem römischen Maler Agostino Tassi zusammen, der auf Architekturen spezialisiert war. Gemeinsam schufen sie Wandbilder in verschiedenen Palästen. Und hier dieser Ausschnitt zeigt ein Bild von Artemisia, das der Vater gemalt hat. Im Mai soll Tassi dann Artemisia gewaltsam entjungfert haben, doch erst im März 1612 klagte Orazio ihn an. Die Prozessakten haben sich erhalten. Bereits im August 1612 wurde ein Heiratsvertrag mit dem Florentiner Apotheker Pier Antonio Sciatesi geschlossen. Einen Tag nach Ende des Prozesses im November 1612 heirateten Artemisia und Sciatesi und kamen wohl im Januar 1613 in Florenz an, wo sie erstmal im Elternhaus von Pier Antonio wohnten, dessen Vater ein angesehener Schneider war. In den 7 Jahren in Florenz gebar Artemisia 5 Kinder, von denen allerdings nur die Tochter Prudentia das Erwachsenenalter erreichte. Trotzdem malte sie zahlreiche Bilder, erst für die Medici, dann auch für Michelangelo, den Jüngeren, einem Großneffen des berühmten Michelangelo. Für ihn malte sie die Allegorie der Begabung. Michelangelo versammelte viele Humanisten, Gelehrte, Künstlerinnen und Musikerinnen in seinem Haus, darunter Galileo Galilei, die Komponistin Francesca Caccini und den Bankier Francesco Maria Maringhi. Wann sich Artemisia und Maringhi kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Dass sie ein Liebespaar waren, weiß man durch die erst 2011 publizierten Briefe, die Artemisia, aber auch ihr Mann Pier Antonio aus Prato und Rom an ihn schickten, als sie 1620 überstürzt aus Florenz abreisten. Obwohl Artemisia vor ihrer Abreise dem Florentiner Großherzog versicherte, sie käme in wenigen Monaten zurück, blieb sie die nächsten Jahre in ihrer Heimatstadt und arbeitete dort für verschiedene Auftraggeber. 1626 oder 27 zog sie nach Venedig und von dort spätestens 1630 nach Neapel, wo sie bis auf einen kurzen Aufenthalt in London blieb und wie in Florenz auch eine eigene Werkstatt führte.
Nach ihrem Tod geriet sie nicht in Vergessenheit, wie früher vielfach behauptet. Erst die Kunsthistoriker übersahen sie und viele andere Künstlerinnen. Und es ist das Verdienst der Kunsthistorikerinnen, und ich gender jetzt gerade nicht, diese wieder aus der Versenkung hervorgeholt zu haben. Damit ist der Lebensweg Artemisias kurz umrissen, der im Weiteren an einigen Stellen vertieft werden soll. Artemisia wuchs mit den Eltern und Geschwistern im Künstlerviertel Roms auf, nahe der Kirche Santa Maria del Popolo, in der die Mutter im Dezember 1605 beerdigt wurde. Kurz davor waren die Gemälde von Caravaggio und Annibale Carracci in der dortigen Cerasi-Kapelle montiert worden. Ich möchte hier jetzt nicht auf den damit verbundenen Künstlerwettstreit eingehen, sondern nur darauf hinweisen, dass Artemisia diese Bilder gekannt haben dürfte. Die 12-jährige Artemisia musste sich jetzt wohl alleine um den Haushalt und die kleinen Brüder kümmern. Ab 1607 dann allerdings unterstützt von ihrer Tante Lucretia, einer verwitweten Schwester Horatius. Gleichzeitig machte sie vermutlich auch ihre ersten Malversuche beim Vater. Im Juli 1612 pries er in einem Brief an die Großherzogin der Toskana die Malkünste seiner Tochter an, die in 3 Jahren das Malerhandwerk gelernt habe und heute besser malen könne als einige der großen Meister. 1610 bereits signierte sie ihr erstes Bild, das man als ihr Gesellenstück ansehen kann. Insofern muss sie spätestens 1607 angefangen haben zu malen. Das Sujet dürfte Ihnen hier bekannt sein, auch wenn das Bild selbst nicht in der Ausstellung in Köln hing, Susanna und die beiden Alten. Artemisia beschränkte sich in dem Bild auf einen Brunnen mit Bassin, auf dessen gemauerter Bank die fast völlig entblößte Susanna sitzt und einen Fuß ins Wasser steckt. Mit ihren Händen versucht sie, ihren Busen zu verdecken und gleichzeitig die beiden Männer abzuwehren, die hinter dem eingemauerten Brunnen stehen und sich über den Mauerrand beugen. Der Ältere legt einen Finger auf den Mund, um die Heimlichkeit ihrer Begierde anzudeuten. Der Jüngere hat seinen Arm um die Schulter des Alten gelegt und flüstert ihm etwas ins Ohr, während eine seiner Finger am Beckenrand den Haaren Susannas gefährlich nahe kommt. Das Thema der Susanna erfreute sich in Venedig des 16. Jahrhunderts großer Beliebtheit und verbreitete sich durch die aus dem Norden nach Rom kommenden Künstler auch in der Heiligen Stadt. Der aus Bologna stammende Annibale Carracci hatte um 1590-95 einen Kupferstich geschaffen und 1603 ein Gemälde mit diesem Sujet gemalt. Etliche andere Maler wiederholten bald auch in Rom das Thema. Übereinstimmend finden sich der Brunnen, allerdings meistens von einem üppigen Garten umgeben, und auch der auf den Mund gelegte Finger ist vielfach dargestellt. Artemisia hatte die anderen Werke durch eigene Anschauung oder durch Reproduktionsgrafiken kennengelernt. Die Beinstellung der Susanna ist offensichtlich von Caraccis Kupferstich übernommen. Bei dem Gemälde, das Peter Paul Rubens um 1607 in Rom malte, steckt Susanna einen Fuß ins Wasser und der Schweigegestus, also der Finger auf den Lippen, findet sich zum Beispiel in dem Gemälde von Caracci. Dort stehen die beiden Alten auch hinter der Brunnenbrüstung. Für die starke Abwehrhaltung Susannas diente Artemisia hingegen der von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gemalte Sündenfall als Vorbild. Dort wird Adam bei der Vertreibung aus dem Paradies auf eine sehr ähnliche Weise das Schwert des Erzengels ab. Artemisia muss dieses Bild aus Reproduktionen gekannt haben, die damals in Rom zirkulierten. Mit dem Michelangelo-Zitat stellt sie sich als eine Künstlerin dar, die imstande war, sich mit dem Werk des allergrößten Künstlers auseinanderzusetzen und es zu reflektieren. Damit bewies sie auch in jungen Jahren ein erstaunliches Selbstbewusstsein. Durch die eindeutige Abwehrhaltung der jungen Frau fehlt die aus männlicher Sicht häufig, aber nicht immer dargestellte Ambivalenz von Ablehnung und Lust. Das führte zusammen mit dem vergleichsweise jugendlichen Alter einer der beiden Männer immer wieder zu Interpretationen, bei denen die Biografie Artemisias Berücksichtigung fand. Vor allem die 1611 stattgefundenen Ereignisse mit Agostino Tassi. Es ist zwar durchaus denkbar, dass Artemisia als Frau eine andere Position bezog als ihre Malerkollegen. Direkte biografische Erlebnisse haben aber weder bei der Themenwahl noch bei der Ausführung eine Rolle gespielt.
Artemisia malte noch weitere Susanna-Bilder. Bislang wissen wir von 8 Gemälden, die sich allerdings nicht alle erhalten haben oder noch nicht wieder entdeckt wurden. Und so wurde auch ihr letztes signiertes Gemälde von 1652 lange Zeit für ein Werk von Elisabetta Serrani gehalten, bis man schließlich die Signatur entdeckte. 30 Jahre zuvor hatte sie das Bild signiert und datiert, das in der Kölner Susanna-Ausstellung gezeigt wurde. Trotz der Signatur wurde lange angezweifelt, dass es sich dabei um ein Bild Artemisias handeln könne, weil auf dem Gemälde Prototypen dargestellt seien, wie sie von Malern Verwendung gefunden hätten, nicht aber von einer Frau wie Artemisia. Das Bild sei von einem anderen Maler dieser Signatur später zugefügt. Technische Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass sich die Signatur in der originalen Malschicht befindet. Das zeigt einmal mehr die Subjektivität bei der Einordnung in männlich und weiblich konnotierte Malerei. Wie wichtig Artemisia die erste Susanna-Darstellung gewesen sein muss, zeigt auch die bereits zu ihren Lebzeiten verfasste Biografie von Cristofano di Ottaviano Bronzini, die er wohl um 1618-19 innerhalb eines 32-bändigen Traktats verfasste, das von bemerkenswerten Frauen handelte, das aber nur zu geringen Teilen von 1622 bis 1632 in 4 Büchern publiziert wurde. Auch der Abschnitt über Malerinnen, Bildhauerinnen und Stickerinnen blieb unveröffentlicht. Es ist anzunehmen, dass Artemisia Bronzini Informationen über ihre Biografie zukommen ließ, die dieser dann übernahm. Der Schwerpunkt liegt auf der frühen künstlerischen Begabung, die laut Bronzini nicht durch den Vater, sondern durch die Äbtissin des Klosters von St. Apollonia in Trastevere gefördert wurde, in dem Artemisia angeblich lebte. Die Äbtissin brachte ihr mehrere Gemälde, darunter eine Susanna von Caravaggio, die Artemisia kopierte und die Orazio vom Talent seiner Tochter überzeugten. Sie heiratete einen Florentiner und zog mit ihm in seine Geburtsstadt, wo sich ihre Gemälde in berühmten Palästen befinden. Diese Biografie hat mit derjenigen, die uns aus Dokumenten überliefert ist, wenig zu tun, zeigt aber einerseits, dass es Artemisia wichtig war zu betonen, dass sie alle widrigen Umstände zum Trotz Malerin wurde und dass sie sich auf die Kunst Caravaggios berief. Vielleicht kannte sie auch das nicht erhaltene Gemälde Susanna mit den beiden Alten von Caravaggio, das Bronzini als einziges nennt. Ein Bezug auf Artemisias 1610 geschaffenen Bild ist nicht von der Hand zu weisen. Der Prozess, in dem es um die gewaltsame Entjungferung Artemisias geht, kommt in dieser Biografie nicht vor, soll hier aber natürlich nicht unterschlagen werden. Im Februar 1612 klagte Orazio Gentileschi Agostino Tassi an, seine Tochter Artemisia am 6. Mai 1611 gewaltsam entjungfert zu haben. Der daraufhin angestrengte Prozess dauerte vom 2. März bis zum 28. November. Die Prozessakten haben sich erhalten und sind mehrfach publiziert und unterschiedlich interpretiert worden. Agostino Tassi, 1578 in Rom geboren, arbeitete an verschiedenen Orten der Toskana, bevor er 1610 nach Rom zurückkehrte. Bereits 1603 hatte er in Livorno geheiratet, seine Frau hatte ihn aber 1610 verlassen. Dass Tassi verheiratet war, war in Rom deshalb nicht bekannt. Im März 1611 begann die Zusammenarbeit mit Orazio Gentileschi. Sie führten in mehreren Palästen Fresken aus. Tassi zeichnete für die Architekturmalerei und die Landschaften verantwortlich, Orazio für die Figuren, so wie bei dem Konzert mit Apollo und den Musen im heutigen Palazzo Pallavicini Rospigliosi. Solche Spezialisierungen und Arbeitsteilungen waren damals an der Tagesordnung. Diese Zusammenarbeit fand dann im Februar 1612 ein jähes Ende, als Orazio in einem Schreiben an den Papst seinen Malerkollegen und ehemaligen Freund Agostino Tassi beschuldigte, seine Tochter Artemisia, Zitat, gewaltsam entjungfert und mehrfach fleischlich erkannt und ihm damit schwere Kränkungen und großen Schaden zugefügt zu haben, noch dazu unter dem Mantel der Freundschaft, Zitat Ende. Der Mithilfe klagte er seine Mieterin Signora Tuzia an, und Cosimo Quarli, einen päpstlichen Schatzmeister, der aus Florenz stammte. Dieser habe außerdem Artemisia dazu verleitet, ihm einige Bilder aus Orazios Besitz auszuhändigen, darunter eine Judith von großem Format.
Die gewaltsame Entjungferung des Stupro oder lateinisch Stuprum war die einzige Form der Vergewaltigung, gegen die damals Anklage erhoben werden konnte. Geschädigt war weniger das Opfer als der Vater, der seine Tochter nur noch unter schwierigen Voraussetzungen verheiraten konnte. Eine Form der Wiedergutmachung war die anschließende Heirat, eine andere eine hohe Geldzahlung, die dann als Mitgift diente. Im Rom der damaligen Zeit hatte es zahlreiche solcher Prozesse gegeben, denn auch wenn das natürlich durch die Kirche strengstens untersagt war, nahm man es mit dem Verbot des außerehelichen Geschlechtsverkehrs nicht so genau. Allerdings musste das Heiratsversprechen irgendwann eingelöst werden. Und wenn das nicht der Fall war, reichten die Väter die Klage ein. Um die Richter vom Tatbestand des Stupro zu überzeugen, mussten die jungen Frauen glaubhaft darstellen, dass sie sich aus Leibeskräften gewehrt hatten. Rechtsbeistände unterwiesen sie, ganz bestimmte Formulierungen zu verwenden. Das zeigt sich im Vergleich verschiedener Prozessakten, in denen sich übereinstimmende Aussagen findet. Es handelte sich dabei also um Formeln, die in den überwiegenden Fällen nicht den Tatsachen entsprachen. Artemisias Rechtsbeistand dürfte der Florentiner Notar Giovanni Battista Sciatesi gewesen sein, der seit Dezember 1611 mit seiner Familie bei den Gentileschi wohnte. Im Prozess wurden zahlreiche Zeugen befragt, darunter Tuzia und Sciatesi, dann aber auch Nachbarn, Malerkollegen und vor allem ein Gehilfe, der sowohl bei Tassi als auch bei Orazio gewohnt und gearbeitet hatte. Dieser Niccolò Bedino belastete Artemisia schwer, weshalb wiederum andere Zeugen aufgerufen wurden, um zu prüfen, ob man den Aussagen dieses Bedino trauen könne. Natürlich kamen auch Artemisia, Orazio und Tassi zu Wort. Letzterer befand sich im Gefängnis, auch Tuzia wurde eine Zeit lang inhaftiert. Cosimo Quarli, der Dritte, den Orazio angeklagt hatte, starb am 8. April 1612 und konnte deshalb nicht mehr befragt werden. Schenkt man den verschiedenen Zeugenaussagen Glauben, bekam Tassi am 3. Mai 1611 erstmals durch Tuzia Einlass in die Wohnung, um Artemisia zu treffen. In den nächsten Tagen begegnete Artemisia Tassi mehrmals, zum Beispiel beim Spaziergang, den sie mit Tuzia unternahm. Wenig später fand dann die gewaltsame Entjungferung statt, die Artemisia im Prozess präzise schilderte. Tassi drängte Artemisia in ihr Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und hielt ihr den Mund zu, während er ihre Kleider hochschob. Nach einer drastischen Schilderung der eigentlichen Vergewaltigung, gegen die sie sich nach Kräften zu wehren versuchte, Zitat: Ich zerkratzte ihm das Gesicht und zog ihn an den Haaren, und bevor er sein Glied hineinstecken konnte, kniff ich fest zu und riss ihm dabei sogar ein Stückchen Fleisch ab. Zitat Ende. Berichtete sie vom anschließenden Heiratsversprechen, weshalb sie, Zitat, später mehrfach liebevoll seinen Wünschen nachgab, auch weil er sein Versprechen mehrfach wiederholte. Nach mehreren Verhören und Zeugenaussagen wurde am 14. Mai die Gegenüberstellung von Artemisia und Tassi angeordnet. Tassi hatte wiederholt behauptet, dass Artemisia eine Dirne sei und schon mit mehreren Männern geschlafen habe. Artemisia blieb bei ihrer Aussage, nur Tassi zu Willen gewesen sein. Als sie gefragt wurde, ob ihre Aussagen der Folter standhalten würden, bejahte sie dies, worauf sie im Beisein Tassis der sibyllinischen Folter ausgesetzt wurde. Auch wenn uns das heute widersinnig vorkommt, war es damals üblich, diese Form der Folter als Beweis dafür anzuwenden, dass die Befragte die Wahrheit sprach. Deshalb stimmte Artemisia dem auch zu. Ihr wurde eine Kordel um die einzelnen Finger gelegt und dann so daran gezogen, dass die Finger zwar gequetscht, aber nicht verletzt wurden. Artemisia blieb trotz der Schmerzen bei ihren Aussagen. Liest man die Prozessakten im Ganzen, fallen sehr viele Ungereimtheiten auf, weshalb es schwierig ist, sich ein genaues Bild der Ereignisse zu machen. Der Richter sprach Tassi jedenfalls schuldig und verurteilte ihn am 27. November wegen Entjungferung Artemisias, Falschaussage und Ehrschändung von Orazio, entweder zu 5 Jahren harter Arbeit, das bedeutete üblicherweise das Rudern auf einer Galeere, oder Exil. Er musste allerdings kein Geld an Orazio zahlen. Am 28. November wählte Tassi das Exil, blieb aber trotz des Urteils in Rom. Erst nach mehreren anderen Streitereien wurde er am 9. April 1613 endgültig aus Rom verbannt. Er verließ aber nicht den Kirchenstaat wie angeordnet, sondern führte in der Zeit einen Auftrag in Bagnaia aus
und war bereits 1615 wieder in Rom. Artemisia hingegen heiratete einen Tag später, also am 29. November, Pier Antonius Diatesi, den sehr viel jüngeren Bruder des Giovanni Battista, wie es bereits im Sommer vereinbart worden war, und ging mit ihm nach Florenz. Häufig wurden Hochzeit und Umzug als Flucht aus Rom interpretiert, davon ausgehend, dass der Prozess und die Schande der Defloration in aller Munde waren. Doch fanden solche Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und auch wenn die Zeugen vielleicht in ihrem Umfeld darüber berichteten, warum sie befragt worden waren und was geschehen war, so handelte es sich doch um einen überschaubaren Kreis. Artemisia war deshalb auch weder in Rom noch in Florenz mit einem kaum wiedergutzumachenden Makel belegt. Und das wusste sie auch schon während des Prozesses. Denn beim Lesen der Vernehmungsprotokolle von Artemisia fällt auf, dass sie selbstbewusst auftrat und nicht den Anschein erweckte, über ein traumatisches Erlebnis berichten zu müssen. Sie hatte sich auf die Verhöre offensichtlich gut vorbereitet, verwickelte sich nicht in Widersprüche und trat auch Tassi gegenüber resolut auf. Statt unter der Folter zusammenzubrechen, schleuderte sie ihm entgegen: Das ist also der Ring, den du mir reichst, und diese sind deine Versprechungen. Trotzdem wird jene Vergewaltigung immer wieder zum zentralen Thema ihrer Biografie gemacht und ihre Bilder werden dann folgerichtig biografisch gedeutet. Dieses ahistorische Denken führt zu einer auf ein bestimmtes Ereignis bezogenen Sichtweise und verstellt damit auch den Blick auf das Werk der Künstlerin. Ihre Fähigkeiten und Besonderheiten werden dadurch nicht in angemessener Weise gewürdigt, denn sie malt hier angeblich unter posttraumatischen Bedingungen. Das zeigt sich ganz besonders auch an den Interpretationen des Gemäldes der Susanna, das sie geschaffen hatte, bevor ihr Vater und Tassi ihre Zusammenarbeit begannen. Trotzdem wurden in den beiden Alten die Physiognomien von Quarley und Tassi gesehen, von denen keine Bildnisse überliefert sind. Doch nicht nur die Susanna. Vor allem das Gemälde von Judith enthauptet Holofernes, das in zwei Fassungen existiert und sowohl die berühmteste ihrer Kompositionen ist, wird immer wieder mit ihrem vermeintlichen Trauma in Verbindung gebracht. Damit wird man der Künstlerin, die einem Thema innovative Komponenten hinzugefügt hat, nicht gerecht. Warum sich Artemisia mit dem Thema Judith enthauptet Holofernes widmete, ist nicht bekannt. Hatte sie einen Auftrag erhalten oder wollte sie mit einer innovativen Komposition den Florentiner Hof beeindrucken? Tatsache ist, dass sich die alttestamentarische Geschichte von Judith und Holofernes, das Buch Judith, zusammen mit denen von David und Goliath, Susanna und den beiden Alten sowie der badenden Bathseba in einigen Gegenden Italiens in Renaissance und Barock großer Beliebtheit erfreute und deshalb häufig gemalt wurde. In einer Publikation, die sich den Judith-Darstellungen im italienischen Barock widmet, sind alleine 130 Beispiele aufgeführt. Judith, eine junge gottesfürchtige Witwe im israelischen Betulia, rettete durch eine List ihre Stadt vor der Belagerung des assyrischen Feldherrn Holofernes. Als angeblich Verfolgte bat sie mit ihrer Magd im feindlichen Lager um Asyl und animierte bei einem Gelage, zu dem sie sich besonders schön und aufreizend kleidete, den Feldherrn dazu, viel Wein zu trinken, um ihm, nachdem er auf seine Bettstatt gesunken war, mit seinem Schwert den Kopf abzuschlagen, der in dem von der Magd mitgebrachten Sack landete. In Betulia angekommen, präsentierten sie das Haupt des Holofernes weithin sichtbar auf der Stadtmauer und schlugen so die entsetzten Assyrer in die Flucht. Zusammen mit David und Goliath galt diese Geschichte als Inbegriff der Überwindung des Starken durch die Schwachen. Viele Künstler, auch Artemisia, malten David mit dem abgeschlagenen Kopf Goliaths und Judith mit dem Haupt des Holofernes, begleitet von der Magd, durchweg einer älteren Frau, so wie auch Cristofano Allori sie gemalt hatte. Erst Caravaggio stellte die Enthauptung selbst mit spritzendem Blut und einem sich noch wehrenden Holofernes dar. Die junge, hübsche Judith greift zwar mit ihrer linken Hand ins Haar des Holofernes, um seinen Kopf festzuhalten, und führt mit der rechten das Schwert, allerdings aus einem Winkel, der ihre Aktion unglaubwürdig erscheinen lässt. Neben ihr steht die alte Magd mit dem griffbereiten Sack.
Holofernes stemmt sich mit einer Hand noch von der Bettstatt ab, der Mund ist zu einem Schrei geöffnet und der ganze Kopf erinnert stark an das von Caravaggio ein Jahr zuvor gemalte Medusenhaupt, das sich seit 1598 in Florenz befindet. Vielleicht hatte Artemisia also zumindest das Medusenhaupt im Original gesehen. Denn ob sie die Enthauptung des Holofernes selbst in Augenschein nehmen konnte, bevor sie Rom verließ, wissen wir nicht. Sie wird aber davon gewusst und Reproduktion gekannt haben, möglicherweise eine Zeichnung von ihrem Vater. Denn auch er beschäftigte sich mit dem Thema und schuf mehrfach Gemälde, auf denen Judith mit ihrer Magd zu sehen ist. Und Horatio malte als erster eine jugendliche Magd. Artemisia übernahm vom Vater diese jugendliche Magd, ließ sie dabei aber auch noch eine aktive Rolle spielen. Denn in ihren Bildern töten beide Frauen gemeinsam den physisch sehr viel stärkeren Mann. Das war neu und zeigt die weibliche Sicht auf solch eine Tat. Eines der Bilder befindet sich heute in Neapel, das andere signierte in Florenz. Beide Bilder wurden wahrscheinlich kurz hintereinander gemalt, und zwar am Ende der römischen und zu Beginn der Florentinerzeit. Da das Neapolitaner Bild irgendwann oben und links beschnitten wurde, ist es kleiner als das Florentiner, dürfte aber früher ähnlich groß gewesen sein und eben auch genauso komponiert. Jetzt wirkt das Geschehen zentrierter, was einen falschen Eindruck hinterlässt. Der einzige Unterschied zwischen den Bildern, der von Artemisia stammt, ist die Kleidung, die auf dem Florentiner Bild sehr viel prächtiger ausfällt als auf dem Neapolitaner. Da trägt Artemisia ein blaues Kleid, das nur von wenigen Goldfäden durchzogen ist und keinen Schmuck. Auf dem Florentiner hingegen ein goldenes Armband und ein Kleid aus goldfarbenem Brokat. Im Vordergrund des Bildes hat Artemisia eine mit weißen Laken bezogene Bettstatt gemalt, auf der Holofernes liegt. Seinen Kopf drückt Judith mit ihrer linken, zur Faust geballten Hand nieder und umklammert dabei ein Büschel seiner Haare. In der rechten hält sie das Schwert, mit dem sie Holofernes den Kopf abschneidet. Die Hauptschlagader hat sie bereits durchtrennt. Das Blut spritzt zu allen Seiten und besudelt die Laken und die beiden Frauen. Judith kniet mit einem Bein auf dem Bett, damit sie mehr Kraft ausüben kann. Abra, die Magd, beugt sich über den sich immer noch wehrenden Feldherrn und drückt seinen Oberkörper und einen seiner Arme nieder. Seinen rechten Arm lässt Holofernes nach oben schnellen, um sich mit letzter Kraft zu wehren. Doch seine Augen sind bereits gebrochen, sein Mund nur noch leicht geöffnet. Gleich wird der Arm nach unten sinken, denn auch seine aufgestellten Beine fallen schon zur Seite. Artemisia hat die Komposition so angelegt, dass sich die Hand Judiths mit dem Schwert im Zentrum des Bildes befindet. Die Unterstützung Abras zeigt Artemisia durch deren kraftvolles Eingreifen. Ihr in der Verlängerung des Schwertes befindlicher rechter Arm scheint das Schwert mitzuführen. Ihr linker Arm drückt den von Holofernes nieder und befindet sich parallel zu Judiths rechten. Der linke Arm Judiths wiederum ist genau parallel zu ihrem rechten ausgestreckt. Auch bei Caravaggio sind die ausgestreckten Arme der Judith parallel geführt, allerdings so vom Körper weggestreckt, dass die Schultern nicht mit einbezogen sind und von diesen Armen keine Kraft ausgehen kann. Das hat Artemisia anders gelöst. Auch wenn ihr die Judith von Caravaggio zum Vorbild diente, stellte sie die Position der Arme so dar, dass die Kraft von den Schultern ausgeht. Und das hochkonzentrierte, angestrengte Gesicht ihrer Judith, einer reifen Frau, gibt einen sehr viel überzeugenderen Eindruck wieder als der leicht angewiderte Gesichtsausdruck der jungen Judith bei Caravaggio. Die durch Arme und Schwert gebildeten Diagonalen und Vertikalen führen zu einer Dynamik, die an den parallel zum horizontalen Bildrahmen liegenden Matratzen endet. Schon durch diese Bildkomposition zeigt sich die Innovation, zu der Artemisia fähig war. Hinzu kommt aber die inhaltliche Komponente, die in der helfenden Magd ihren Kulminationspunkt findet. Die Malerin war sich eher als ihre männlichen Kollegen bewusst, dass eine Frau allein solch eine Tat kräftemäßig kaum bewältigen konnte. Und obwohl sie im Gegensatz zu Caravaggio eine entschlossene Frau zeigt, die weiß, wie sie ihre Kräfte einsetzen kann, sieht sie die logische Konsequenz, ihr noch eine zweite Frau zur Seite zu stellen. Keine schwache Greisin, sondern eine junge und starke Frau, deren niederer Stand sich in Kleidung und Kopfbedeckung manifestiert. Hierin liegt eine Besonderheit des Bildes, die andere in der kaltblütigen Gewalt, die Artemisia in hervorragender Weise darzustellen verstand. Oh.
Jetzt machen wir mal weniger blutrünstig. In der Florentiner Zeit entstanden weitere Gemälde wie die Allegorie der Begabung, die Michelangelo der Jüngere für seine Hommage an den Großonkel bei ihr in Auftrag gab und die sich immer noch in der Casa Buonarroti befindet. Die ursprünglich wahrscheinlich völlig unbekleidete Allegorie wurde später von Volterrano an den entscheidenden Stellen von Tüchern verhüllt. Im Moment findet eine Restaurierungskampagne statt, bei der auch das ursprüngliche Gemälde Artemisias zumindest virtuell rekonstruiert werden soll. Außerdem aber malte sie in diesen Jahren mehrere Frauendarstellungen, die sich stark ähneln. Die Büste einer Frau im Dreiviertelprofil, immer nach links schauend, hält die Palme einer Märtyrerin in Händen, spielt Laute und ist durch ihre Attribute in zwei Fällen als heilige Katharina von Alexandria zu deuten. Sie belegen die mehrfache Verwendung einer einmal gefundenen Komposition. Diese im damaligen Italien übliche und zeitsparende Arbeitsweise dürfte Artemisia von ihrem Vater übernommen haben. Wie auch in anderen Fällen tragen die Frauen die Gesichtszüge von Artemisia, was sich weder mit einem übersteigerten Selbstbewusstsein noch mit dem Drang nach Selbstdarstellung erklären lässt, sondern einfach die billigste Lösung war. Modelle mussten bezahlt werden, weibliche waren schwieriger zu bekommen als männliche und für eine Frau dürfte das alles noch einmal komplizierter gewesen sein. Ebenso wie Rembrandt sich und seine Frau in vielen Rollen darstellte, bediente sich Artemisia nicht nur ihres eigenen Körpers bei Aktdarstellungen, sondern auch ihrer Gesichtszüge bei zahlreichen Gelegenheiten, ohne sich inhaltlich mit den dargestellten Frauen zu identifizieren. Die erste Zeit in Rom ist durch die Briefe, die sie und ihr Ehemann an Francesco Maria Maringhi schrieben, gut dokumentiert. Allerdings erfährt man daraus nicht, dass Artemisia offensichtlich sehr schnell Anschluss an die in Rom lebenden niederländischen Künstler fand, wie eine Zeichnung belegt, die vermutlich von Leonard Brahma stammt und die Künstlerin mit Schnurrbart und als Mann gekleidet zeigt. Der Gegenstand in ihrer Hand wird wahlweise als Spiegel oder kandierter Apfel gedeutet. Aus Rom stammen auch eine Medaille mit ihrem Porträt und die malende Hand, die der Franzose Pierre du Monstier am 31. Dezember 1625 zeichnete. Zwei Gemälde werden mit Simon Vouet in Verbindung gebracht. Das eine im römischen Palazzo Barberini wird auch Artemisia zugeschrieben, das andere befindet sich in Pisa. Beide zeigen Artemisia als Malerin, bei dem in Rom befindet sich auf der Staffelei das Porträt, das zweifelsfrei Simon Vouet darstellt. Doch hat Artemisia auch selbst zahlreiche Bilder gemalt, so wie den gerüsteten Mann auf dem über 2 Meter hohen Gemälde, dem Bildnis eines Bannerträgers. Auf der rechten Seite des frontal aus dem Bild herausschauenden Mannes ist ein Teil des päpstlichen Banners zu erkennen. Links auf einer Truhe oder einem Tisch befindet sich der Helm mit roten und weißen Federn als Helmzier, der zu der Uniform gehört, auf der ein großes Kreuz prangt. Das weist den Porträtierten als Mitglied des Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus aus, eines hohen Verdienstordens des Herzogtums in Savoyen. Zu den weiteren ihr zugeschriebenen und in die Zeit datierten Bildern gehört auch eine Judith mit ihrer Magd, ein Gemälde, das nicht die Grausamkeit ihrer Florentiner Judith-Darstellung besitzt, jedoch aufgrund seiner Komposition ebenfalls bemerkenswert ist. Die Tat ist vollbracht, indem durch einen schweren roten Vorhang am rechten oberen Bildrand angedeuteten Zelt steht Judith neben einem Tisch, auf dem eine Kerze flackert. Daneben liegt die Scheide des Schwerts, das Judith noch in ihrer rechten Hand hält und von dem Blut tropft. Mit der linken schirmt sie das Kerzenlicht ab, so als würde es sie sonst blenden. Neben ihr kauert die Magd und versucht, den abgeschlagenen Kopf des Holofernes in den Sack zu befördern. Ihre Hände sind blutverschmiert. Beide Frauen wirken etwas derangiert. Das Tuch, das die Magd wie einen Turban trägt, scheint sich aufzulösen. Das goldgelbe Kleid Judiths knittert. Doch ihr Diadem sitzt noch perfekt und unterscheidet sie auch standesgemäß von der Magd. Außerdem trägt sie Schuhe, während die Magd barfuß ist. Interessanterweise tragen die Frauen sehr ähnliche Kleider wie in dem Florentiner Judith-Bild, bis hin zum Turban der Magd. Nur der Schmuck von Judith unterscheidet sich. Könnte es sein, dass Artemisia hier eine Fortsetzung zu dem anderen Bildthema schuf?
In Venedig traf Artemisia Künstlerfreunde aus Rom, wie Nicolas Regnier, in dessen Werkstatt sie möglicherweise mitarbeitete. Simon Vouet und seine Frau, die Malerin Virginia D'Avezzi, machten auf dem Weg nach Paris Halt in Venedig, und Jérôme David stach ein Blatt nach einem verlorenen Selbstbildnis, wie der Inschrift zu entnehmen ist. Er stach auch noch ein zweites Blatt nach einem Gemälde Artemisias, das den Festungsbaumeister Antoine de Ville zeigt und 1627 datiert ist. Das Vorbild für dieses Blatt wurde inzwischen mit dem ganzfigurigen Porträt identifiziert, das zuletzt bei einer Versteigerung von Sotheby's im Januar 2020 zu sehen war. Zur Ähnlichkeit der beiden Porträts kommt hinzu, dass Artemisia ihr Monogramm in der Kette versteckt hat, die der Porträtierte trägt. Will war ebenso wie der unbekannte Bannerträger Träger des Verdienstordens des heiligen Mauritius und Lazarus. Dieser fehlt zwar auf den Porträts, Will wird jedoch in Davids Stich in der umlaufenden Inschrift als Ritter des Ordens bezeichnet. Möglicherweise hingen die beiden Aufträge zusammen. Wie so häufig sind auch aus Venedig zahlreiche Gemälde Artemisias durch Dokumente bekannt. Andere sind erhalten, wie das großformatige Bild Esther vor Ahasver, das ein Vorbild aus Venedig voraussetzt und deshalb nicht vorher entstanden sein kann. Das Buch Esther des Alten Testaments handelt von der Jüdin Esther, die als Frau des persischen Großkönigs Ahasver, das war Xerxes, die Juden im Reich vor deren Ermordung rettete. Das Hofzeremoniell missachtend trat sie unaufgefordert vor den Thron, um den König um Gnade zu bitten, sank dann aber ohnmächtig in den Arm ihrer Dienerin, dann in den des Königs. Anschließend gelang ihr die Rettung ihres Volkes. Auf dem über 2 Meter hohen und fast 3 Meter breiten Gemälde sitzt rechts ein junger Ahasver auf einem durch mehrere Stufen erhöhten Thron und scheint gerade aufspringen zu wollen, um die in prächtige goldene Gewänder gekleidete Esther zu stützen, die von ihren beiden Dienerinnen aufgefangen wird. In der Werkstatt des venezianischen Malers Paolo Veronese entstand 1575 ein Bild zum selben Thema, das sich damals noch in einer venezianischen Sammlung befand. Artemisia scheint sich vor allem bei der Gruppe der Esther und ihrer Dienerinnen an dem Bild orientiert zu haben. Ahasver hingegen ist von zahlreichen Würdenträgern umgeben, die im Bild von Artemisia fehlen. Außerdem befindet sich zu Füßen des Königs ein schwarzer Page und ein Hund. Diese hatte auch Artemisia ursprünglich geplant, wie eine Röntgenaufnahme zeigt, in der auch zu erkennen ist, dass die Malerin die Position des Königs, vor allem seine Handhaltung, mehrfach änderte, bis sie die endgültige Position gefunden hatte. Auf Artemisias Bild wirkt Ahasver nicht wie ein Großkönig, der über Tod und Leben entscheidet, wenn sich egal wer nicht an die Hofetikette hält, sondern eher wie ein junger Mann, der in Liebe entflammt ist. Ob Artemisia Venedig verließ, nachdem am 22. Juni jetzt 1630 erste Pestfälle bekannt wurden oder früher, wissen wir nicht. Sie folgte einer Einladung des Herzogs von Alcala, der bereits in Rom Bilder von ihr gekauft hatte und der seit 1629 Vizekönig von Neapel war und damit der Repräsentant der spanischen Krone. In Neapel führte sie eine große Werkstatt, hatte namhafte Auftraggeber und war an großen Projekten beteiligt. Im Herbst 1631 besuchte sie der in Frankfurt am Main geborene Sammler und Kunstschriftsteller Joachim von Sandrart, der damals im Dienst des römischen Sammlers Vincenzo Giustiniani stand und ihr Grüße von ihrem Vater aus London brachte. Wie Sandrart sich später erinnerte, zeigte ihm die tugendsame Artemisia ihre schönsten Bilder, darunter einen zierlichen David in Lebensgröße, der das abscheuliche Haupt des ungeheuren Goliaths in Händen hält. Es ist das einzige Bild, das Sandrart beschreibt. Doch erfahren wir aus seinem Bericht auch, dass ihm ihre Porträts besonders gut gefallen hatten und dass sie gute Kontakte zum Hof des Vizekönigs hatte. Dort würde sie vor allem von der Vizekönigin und den Prinzessinnen wertgeschätzt. Zum Schluss erklärte er, dass sie großes Lob und Ruhm erlangt hat. Artemisia war also bereits 1631 eine in Neapel hoch angesehene Malerin.
Das Bild, das Sandrart lobend hervorgehoben hatte, scheint er für die Sammlung Giustiniani erworben zu haben, denn ein David mit dem Haupt Goliaths von Artemisia wurde 1638 dort inventarisiert. In jüngster Zeit sind drei unterschiedliche Bilder aufgetaucht, die David mit dem Haupt Goliaths zeigen und Artemisia zugeschrieben werden. Bei einem wurde bei der Restaurierung vor wenigen Jahren die Signatur auf dem Schwert gefunden. Von den Maßen her stimmt es am ehesten mit dem Bild überein, das sich früher in der Sammlung Giustiniani befunden hat. Hier hält David zwar das abgeschlagene Haupt nicht in der Hand, es ist aber jetzt gesichert, dass Artemisias Bilder mit diesem Sujet malte. Und ob sich Sandrart, als er das niederschrieb, wirklich genau an das Bild erinnerte, kann bezweifelt werden. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass es sich bei dem signierten David um denjenigen aus der Sammlung Giustiniani handelt. 1630 kehrte auch Massimo Stanzione nach Neapel zurück und band Artemisia in einige Aufträge mit ein, darunter einem Zyklus für den König von Spanien, der aus 6 Bildern mit Szenen aus dem Leben des Täufers bestand. 4 von ihnen malte Stanzione. Die Geburt Johannes des Täufers Artemisia, Johannes der Täufer im Gefängnis, der Neapolitaner Maler Paolo Finoglia. Dieses Bild ist verschollen. Dasjenige von Artemisia und die 4 von Stanzione befinden sich in Madrid im Prado. Sie dürften zwischen 1632 und 1635 entstanden sein und befanden sich Ende der 1650er Jahre im königlichen Palast von Madrid. Ob Artemisia als Frau bewusst die Szene der Geburt zugewiesen wurde oder ob sie selbst Einfluss nehmen konnte, ist nicht überliefert. Das Geschehen spielt sich in einem Innenraum ab, in dem nur durch eine Bogenöffnung rechts im Bild Licht fällt. Davor befinden sich 4 Geburtshelferinnen, die das Bad des Kindes vorbereiten. Links im Hintergrund bleiben Elisabeth, die Mutter des Täufers, und eine Begleiterin im Dunkeln. Zacharias hingegen, der Mann Elisabeths, ist in Licht getaucht, stumm geworden, weil er der Verkündigung der Geburt nicht hatte glauben wollen und um ein göttliches Zeichen gebeten hatte, schreibt er den Namen des Kindes auf einen Zettel. Ein weiterer Zettel liegt vor ihm am Boden, so als sei er von dem kleinen Tisch gefallen, an dem Zacharias sitzt. Auf ihm steht die Signatur Artemisias. Die Einbindung einer zeitgenössischen Genreszene in ein sakrales Werk ist nicht Artemisias Erfindung. Die Geburtsszenen von Maria und Johannes wurden schon in früheren Bildern zeitgenössisch umgedeutet. Doch es waren immer Bilder von Männern, die natürlicherweise eine andere Perspektive auf das Geschehen hatten als Frauen, die die Stube einer Wöchnerin aus eigener Erfahrung kannten. In England dürfte Artemisias bekannte Allegorie der Malerei entstanden sein, die auch immer wieder als Selbstbildnis bezeichnet wird. Die Allegorie der Malerei war erst im 16. Jahrhundert als Frau dargestellt worden. Im Laufe der Zeit hatten sich bestimmte Charakteristika herausgebildet. Zu ihnen gehören krause Haare, die kreativ und Temperament versinnbildlichten, eine Maske an einer goldenen Kette, die auf die Wiedergabe und die Nachahmung hinweist, und ein beigefügtes Gemälde auf ihr Tun. Auf dem Bild ist die Leinwand noch leer. Die junge Malerin in einem grünen Gewand scheint zu skizzieren, was sie anschließend malen möchte. Den linken Arm hat sie aufgestützt, in der Hand hält sie mehrere Pinsel und die Palette. An der langen goldenen Kette um ihren Hals baumelt die Maske. Die Ähnlichkeit mit dem Stich von David und dem Porträt, das Simon Vouet zugeschrieben wird, legt nahe, dass es sich auch bei diesem Bild um Artemisia handelt. Doch sprechen 2 Argumente dagegen. Einmal war Artemisia zu dem Zeitpunkt, als sie das Bild malte, mindestens 45 Jahre alt. Die Frau auf dem Bild ist aber deutlich jünger. Außerdem hat sie die Allegorie nicht aus dem Bild herausschauend gemalt, was der Fall gewesen wäre, hätte sie in einen Spiegel geblickt. Wichtig ist, dass hier eine Künstlerin dargestellt ist, es sich also nicht nur um eine Allegorie oder Personifikation handelt, sondern auch um eine existierende Frau, die malt. Das ist das Besondere an dem Bild, denn Artemisia konnte sich mit der Personifikation identifizieren und so einen Zusammenhang zwischen Allegorie und sich selbst herstellen. Es liegt auf der Hand zu vermuten, dass sie im Londoner Bild sich selbst malen wollte, wie sie sich selbst malt, wenn auch idealisierend. Damit nimmt die Malerin für sich in Anspruch, als Allegorie agieren zu können.
Wieder in Neapel korrespondierte Artemisia mit dem Mäzen Don Antonio Ruffo, der einige Bilder bei ihr in Auftrag gab. Aus den Briefen, die 1916 publiziert wurden, wird das Selbstbewusstsein der Malerin überdeutlich. Immer wieder versuchte sie, höhere Preise auszuhandeln und wehrte sich gegen das neapolitanische Geschachere, das für sie nicht in Frage käme. Ich bin Römerin und werde deshalb immer nach römischer Art handeln. Trotz dieser Aussage versuchte sie, höhere Beträge zu erhalten, als der Auftraggeber von sich aus gewillt war zu zahlen, ihn aber zugleich glauben zu machen, dass er ein besonders günstiges Angebot erhielte. Und so betonte sie auch im ersten Brief, dass sie das Bild, das in Arbeit sei, nur ihm so günstig anbieten würde. Früher hätte sie immer sehr viel mehr bezahlt bekommen, egal ob in Florenz, Rom oder Venedig, sogar in Neapel, als es dort noch mehr Geld gab. Das war natürlich maßlos übertrieben, doch Ruffo wollte offensichtlich noch nicht einmal die vereinbarte Summe zahlen, denn sie beklagte sich bitter über eine von Ruffo geplante Reduzierung der ausgemachten Summe. Sie ärgerte sich vor allem auch darüber, dass sie damit wie eine Anfängerin behandelt würde. Artemisia war keine Anfängerin, sondern eine gestandene Malerin. Und sie war sich nicht nur ihrer Fähigkeiten, sondern auch ihres Geschlechts bewusst, was sie ebenfalls in einigen Formulierungen betonte. Bereits in ihrem ersten Brief an Ruffo schrieb sie, dass der Name einer Frau Zweifel aufwirft, solange man das Werk nicht gesehen hat. Am 7. August schrieb sie, dass sie ihm zeigen werde, wozu eine Frau imstande sei. Und am 13. November versicherte sie ihm, dass er durch sie nichts verlieren würde, denn bei ihr fände er einen kämpferischen Geist im Herzen einer Frau. Bathseba war wohl die Frauenfigur, die Artemisia am häufigsten gemalt hat, wenn auch nur in Neapel und offensichtlich nicht für Ruffo. 8 Bilder haben sich erhalten. Eines wurde zerstört und ist durch Schwarz-Weiß-Fotografien überliefert. Mehrere sind dokumentiert. Die Darstellung der badenden Bathseba, die von König David beobachtet wird, bot Gelegenheit, neben dem Frauenakt auch schöne Gewänder und Preziosen zu zeigen. Außerdem mehrere miteinander agierende Frauen in prachtvoller Architektur und der sie umgebenden Landschaft. Insofern war das ein beliebtes Thema. Das Gemälde in der oberen Galerie des Neuen Palais in Potsdam zeigt die hübsche Bathseba bei ihrer Toilette. Vor der Brüstung sitzend ist sie gerade dem Bad entstiegen. Ihr zu Füßen steht noch der Kessel. Eine Dienerin hält einen Spiegel, damit sie ihr bereits frisiertes Haar schmücken kann. Eine weitere Dienerin hinter ihr hebt aus einer Schmuckschatulle eine Perlenkette hoch und erinnert mit ihrer Armbewegung an die Mutter Gottes mit dem Rosenkranz im Escorial. Bathsebas Scham wird nur durch ein fast durchsichtiges Tuch verdeckt. Ihr mit Spitzen versehenes Hemd und das goldgelbe Kleid liegen schon bereit, um ihr angezogen zu werden. Die dritte Dienerin kommt mit einem kleinen Wasserkessel die Stufen herauf, wendet sich allerdings nicht zu Bathseba hin, sondern kehrt ihr den Rücken zu und blickt nach hinten zum Palast, auf dessen Loggia König David steht und die Szenerie beobachtet. Doch der König ist weit entfernt, eine Bedrohung durch ihn nicht erkennbar. Stattdessen steht die Schönheitspflege im Mittelpunkt. Und damit kannte sich eine Frau sicher besser aus als ein Mann. Artemisia stellte in ihren Kompositionen weniger den moralischen Aspekt der Geschichte dar, als die Schönheit der Frau und die sie schmückenden Elemente. Ihr letztes signiertes Gemälde ist, wie bereits erwähnt, wieder eine Susanna. Es ist 1652 datiert und zeigt Susanna vor einer Brüstung sitzend. Sie ist nur notdürftig mit einem Tuch bedeckt und wehrt die zudringlichen Männer hinter der Brüstung ab. Das Bassin ist nicht zu sehen, dafür breitet sich nach hinten hin eine Landschaft aus. Das Bild gehörte im 18. Jahrhundert Averardo de' Medici, der eine Biografie über die Malerin schrieb, in der er behauptete, Artemisia sei in Neapel in der Kirche San Giovanni dei Fiorentini begraben worden, unter einer Marmorplatte mit der Inschrift Haec Artemisia. Nach ihrem Tod erschienen Gedichte, später Biografien, die sie rühmten. Erst um 1800 wurde es stiller um die Malerin und sie geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Dass sie damals eine von vielen war, dass es schon lange vor ihr zahlreiche berühmte Künstlerinnen gab, davon zeugt ein Brief von Francesco da Sangallo, der 1546, in dem er unter anderem schrieb,
Ihr solltet wissen, ich weiß, wie viele Frauen es in Flandern und in Frankreich und auch in Italien gibt, die auf eine Art und Weise malen, dass ihre Bilder in Italien sehr geschätzt werden. All diese Künstlerinnen werden allmählich wiederentdeckt. Artemisia ist eine von ihnen. Ich danke Ihnen.